In diesem Guide wird es um Elise gehen, die sich zwischen ihrer Menschen- und Spinnenform hin und her verwandeln kann. In diesem Video wirst du lernen, was ihre Fähigkeiten sind, welche Items man auf ihr kauft und welche Runen ich empfehle. Außerdem kannst du unten in der Zeitleiste mal zu dem Thema springen, das dich gerade interessiert. Schau doch auch gerne auf meinem Discord vorbei, dort gibt es fast immer ein aktuelles Skin Giveaway. Also let's go. Passive Spinnenkönigin. Wenn Elise Fähigkeiten einen Gegner treffen, erhält sie eine schlummernde kleine Spinne, die aktiv wird, sobald Elise sich verwandelt. Q. Neurotoxin. Elise spuckt einen anvisierten Gegner an und fügt dabei abhängig von den aktuellen Leben des Gegners Schaden zu. Bedeutet, umso mehr Leben der Gegner aktuell hat, desto mehr Schaden verursacht die Fähigkeit. W. Explosive Spinne. Elise schickt eine kleine giftgeladene Spinne in die gewünschte Richtung los, die dann den nahesten Gegner verfolgt. Nach kurzer Zeit oder nach Kontakt mit einem Gegner explodiert die Spinne und richtet Schaden an. Falls dir das Video bis hierhin gefällt, zeig es mir gerne mit einem Daumen nach oben und weitere Guides siehst du, indem du diesen Kanal hier abonnierst. Also, weiter geht's. E. Kokon. Elise wirft einen Kokon in die gewünschte Richtung, der dann den ersten getroffenen Gegner betäubt. Sollte das getroffene Ziel unsichtbar sein, wird es aufgedeckt. Ult. Spinnengestalt. Elise verwandelt sich in eine große Spinne, wodurch sie eine Nahkämpferin wird. Im Gegenzug bekommt sie Lauftempo, ihre gesammelten Spinnen der menschlichen Passive werden aktiv und sie bekommt folgende neue Fähigkeiten. Passive. Spinnenkönigin. Angriffe und Fähigkeiten von Elise stellen etwas Leben wieder her. Außerdem verursachen normale Angriffe zusätzlichen magischen Schaden. Q. Giftbiss. Elise springt den anvisierten Gegner über kurze Distanz an und beißt ihn. Dabei verursacht sie Schaden abhängig vom fehlenden Leben des Gegners, bedeutet, umso weniger Leben der Gegner hat, desto mehr Schaden verursacht die Fähigkeit. Falls Elise aktive Spinnen um sich herum hat, springen diese auf das anvisierte Ziel und fügen ebenfalls Schaden zu. Dazu gehört auch die giftgetränkte Spinne der menschlichen W-Fähigkeit. W. Wahnsinniges Wuseln. Elise und ihre kleinen Spinnen erhalten für kurze Zeit erhöhtes Angriffstempo. Die Fähigkeit kann zudem als Auto-Attack Reset genutzt werden. E. Abseilen. Elise und ihre kleinen Spinnen ziehen sich nach oben und seilen sich dann auf den gewünschten Gegner ab. In der Luft kann Elise nicht von Fähigkeiten anvisiert werden und wird nicht mehr vom gegnerischen Türmen anvisiert. Nach dem Abseilen wird der zusätzliche Schaden und die Heilung durch ihre Passive erhöht. Sollte Elise in der Spinnenform ulten, wird sie einfach wieder zum Mensch. Kommen wir nun zu Elise Items. Elise ist ein AP-Assassine, bei der sich alles um Gegner One-Shotten dreht. Als Mythic-Item nimmt man daher Night Harvester, um nochmal extra Schaden und Lauftempo zu bekommen und so den Gegner nochmal chasen zu können. Als zweites Assassine-Item ist daher Shadowflame sehr gut, da man nochmal mehr Magic Penetration Stats bekommt und sollte der Gegner sich schilden, auch nochmal mehr Schaden machen kann. Falls man nach diesen zwei Items schon sehr ahead ist, kann man auch direkt auf einen Rabadons oder einen Voidstuff gehen. Ansonsten ist ein Sonjas ein sehr safes Item nochmal und die Boots ist ja klar Penetration Boots. Kommen wir zu Elise Runen. Wie schon gesagt, möchte Elise einfach ihren Gegner one-shotten, das heißt Electrocute hilft nochmal gut dabei. Dazu kommt Cheap Shot, einfach nochmal um extra Damage zu bekommen, genauso wie Eyeball Collection für mehr Base Stats. Wir gehen davon aus, dass man sie im Jungle spielt, das heißt Relentless Hunter, um schneller moven zu können, nehmen wir ebenfalls mit. Im Secondary Tree nehmen wir Nimbus Cloak mit, das ergänzt sich sehr gut mit einem Blue Smite oder generell Smite, da man dann nochmal Movement Speed bekommt und nochmal schneller an den Gegner rankommt, der eventuell Red Smited oder geslowt ist. Zudem gibt es noch Water Walking, da man doch als Jungler öfter mal im River fightet und so nochmal ein bisschen mehr Stats hat. So, da sind wir schon am Ende des Guides angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch auf Twitch vorbei, nachdem ihr diesen Kanal hier abonniert habt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Guide, nächsten Video. Haut rein. Tschö.